Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder 4 super schöne weihnachtliche Geschenkideen für euch. Hier ist garantiert für jeden etwas dabei. Und im Video heute arbeite ich auch wieder zusammen mit Cricut. Und ich darf euch auch sagen, dass es heute eine richtig große Verlosung geben wird. Also wenn ihr wissen möchtet, was ihr gewinnen könnt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Fangen wir doch an mit dieser Jute-Tasche. Ich finde, man muss ja nicht immer Geschenke in Geschenkpapier einpacken, weil es erstens super viel Müll ist und man kann es eigentlich nicht gebrauchen. Deswegen habe ich mir hier diese Jute-Tasche besorgt und mir überlegt, hier einmal den Anfangsbuchstaben der Person aufzutragen, die nachher die Geschenke kriegen soll. Und man kann dann hier einfach die Geschenke reintun und das Ganze so unter den Christbaum stellen. Ich habe mir hier einen Bilderrahmen geschnappt, wo das Glas schon kaputt ist. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Riva Bilderrahmen. Da könnt ihr auch einen anderen Bilderrahmen nehmen, den ihr zu Hause habt. Wichtig ist nur, dass der die entsprechende Größe hat, sodass euer Motiv auch gut aufgetragen werden kann. Dann bespanne ich den Bilderrahmen mit einem Nylonstrumpf. Der muss richtig schön auf Spannung sein. Wenn da jetzt so eine Laufmasche reinkommt, das ist gar nicht schlimm. Das ändert nachher nichts am Ergebnis. Aber ihr solltet schauen, dass ihr den wirklich schön auf Spannung festtackert an dem Bilderrahmen. Und somit habt ihr dann diesen coolen Bilderrahmen mit diesem Strumpf bespannt. Und im nächsten Schritt kommt es jetzt darauf an, was ihr denn auf die Tasche übertragen möchtet. Ich habe mich für den Anfangsbuchstaben der Person entschieden und habe mir den jetzt hier im Cricut Design Space einfach erstellt. Dafür habe ich den Rahmen ausgemessen, wie groß der ist und habe mir dann ein gleich großes Quadrat hier im Cricut Design Space erstellt und hier anschließend einfach noch den Anfangsbuchstaben reingesetzt, auf die Größe gezogen, die er haben soll, und dann kann man das Ganze verbinden und dann schon einmal zuschneiden lassen. Ich schneide das Ganze auf einer Smart Vinylfolie zu in Weiß. Und anschließend könnt ihr jetzt entweder das Transfertape benutzen, um den Buchstaben zu übertragen. Ich habe das jetzt einfach so abgezogen und hier in den Bilderrahmen auf diesen Nylonstrumpf aufgeklebt. Wichtig ist, dass es hier keine Blasen gibt, dass es keine Wellen gibt, sodass wirklich die Folie einfach gut auf den Nylonstrumpf aufliegt und aufklebt. Je sauberer das ist und je besser es klebt, desto besser wird auch das Ergebnis. Ich habe dann einen Probedruck gemacht auf einem Stück Reststoff. Dann habe ich hier einmal diese Spachtel und damit ziehe ich jetzt die Farbe einfach komplett einmal über den Buchstaben drüber. Mit etwas Druck, nicht zu fest, aber so, dass man gut durch den Nylonstrumpf durchdruckt. Dann ziehe ich das Ganze von unten nach oben einmal wieder ab. Und dann seht ihr hier mein fertiges Ergebnis. Ein bisschen ausbaufähig ist es, an manchen Seiten ist es ein bisschen untergelaufen. Die kann man aber dann anschließend mit ein bisschen Klebeband noch zusätzlich abkleben. Und somit kann ich jetzt dann mir meine Tasche schnappen und die bedrucken. Wichtig ist auch, dass ihr euch etwas unterlegt, also zwischen die Tasche jetzt noch ein Stück Karton oder ein Papier legt, sodass die Rückseite der Tasche dann nicht noch bedruckt wird, weil wir wollen ja nur die eine Seite bedrucken. Das hat auch ganz wunderbar geklappt, bis auf so kleine Einzelheiten, aber ich finde es sehr, sehr schön. Und wer möchte, kann jetzt den Namen auch noch einmal ausschreiben, entweder handschriftlich darüber oder zusätzlich noch einmal draufplotten. Und ich finde, es ist ein richtig zusätzliches, schönes Geschenk, wo man auch noch die anderen Geschenke einsortieren kann. Machen wir doch weiter mit dieser Schmuckschale hier. Dafür braucht ihr einfach Modelliermasse und die rollt ihr euch einmal aus. Am besten nutzt ihr für unten drunter ein Backpapier, damit die Modelliermasse nicht am Tisch und so weiter kleben bleibt. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann braucht ihr nur noch eine Schüssel oder einen Teller, damit ihr hier eine kreisrunde Form zuschneiden könnt. Anschließend formt ihr euch die Schale so, wie ihr das gerne haben möchtet. Je nach Modelliermasse geht es so ohne Form auch schon recht einfach. Ich finde diese Wellenoptik total schön. Und dann muss die Schale erstmal aushärten. Das geht bei manchen Modelliermassen im Backofen, bei manchen einfach an der normalen Luft, Außentemperatur oder auch in der Mikrowelle. Nach dem Trocknen kann man die jetzt noch bemalen. Ich habe mich für so einen Goldrand hier oben entschieden und anschließend noch solche Tropfen, die hier so runterlaufen.
aber da kann man ja, sich wirklich frei kreativ ausleben, vielleicht auch noch einen Spruch ergänzen, kann man auch mit dem Cricut noch einen Spruch mit Vinylfolie draufkleben, finde ich auch sehr, sehr schön. Mir hat es aber jetzt so eigentlich mit dem Gold schon recht gut gefallen und manchmal ist ein bisschen weniger auch mehr. Ich bin auch immer ein Fan von Geschenken, die auch einem Zweck dienen. Und da Weihnachten ja Ende des Jahres ist und ein neues Jahr beginnt, finde ich immer ganz schön, auch einen Kalender fürs neue Jahr zu verschenken. Und zwar so ein Notizbuchkalender. Die sind aber in der Regel nicht ganz so hübsch. Also wenn man kein Vermögen ausgeben will, dann sehen die meistens so aus. Und ich habe mir überlegt, daraus ein bisschen was Schöneres zu machen. Ich habe zum Beispiel noch hier so schwarzes Kunstleder übrig gehabt und habe mir gedacht, ich mache einfach eine neue Hülle für dieses, für diesen Kalender. Und ich habe einfach mal ausgemessen, wie viel ich hier von meinem Lederrest brauche und habe mir den dann zugeschnitten. Da das ja jetzt für Sebastian, für meinen Mann ist, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt und habe mir dann im Cricut Design Space ein Bild hochgeladen, was ich online gefunden habe, um das Ganze dann hier einmal zuzuschneiden. Ich habe noch das Jahr 2022 drüber gepackt und habe das dann anschließend einfach mal auf einer Iron-On Metallic zuschneiden lassen. Wichtig ist, wenn man jetzt Buchstaben oder auch Zahlen auf eine Iron-On überträgt, dass er das Motiv einfach spiegelt, sodass nachher die Zahlen und Buchstaben auch wieder richtig zu sehen sind. Nach dem Zuschneiden muss ich jetzt erstmal alles entgittern. Und jetzt zugegebenermaßen war das Motiv ist jetzt ein bisschen aufwendiger. Also es sind viele Kleinigkeiten, die ich jetzt hier einmal entgittern muss. Allerdings mit dem Werkzeug geht es auch super einfach. Und ich finde ja das Ergebnis total cool, sieht total gut aus. Da ja Kunstleder Kunststoff ist, ist es natürlich nicht ganz so einfach, das gut zu übertragen, hier die Iron-On-Folie darauf, weil es einfach nicht hitzebeständig ist. Und deswegen habe ich im Heat Guide nachgeschaut, was mir jetzt hier das mal vorschlägt, das System, bei welcher Temperatur und bei wie vielen Sekunden ich meine Iron-On übertragen kann auf mein Kunstleder. Und das hat es auch getan, also bei 140 Grad für 30 Sekunden kann man das Ganze pressen. Ich habe ein Backpapier genommen und zwischengelegt, damit ich mein Kunstleder schütze vor der Hitze. Und dann kann man das Ganze einmal pressen und nach den 30 Sekunden müsst ihr einfach schauen, dass die Folie ein bisschen abkühlt, dass es nicht zu heiß ist, sondern ein bisschen warm und dann kann man die vorsichtig abziehen und fertig ist das Motiv. Also ich finde es sehr cool, dass man hier auch auf Kunstleder drucken kann und jetzt muss es einfach nur noch an dem Buch angebracht werden, die Hülle. Ich habe mich dafür entschieden, es einfach hier einzukleben mit der Heißklebpistole. Das ist die schnellste Variante und man muss auch nichts nähen, was ich auch sehr praktisch finde. Und das klebe ich jetzt einfach hier vorne ein und einfach nochmal hinten. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen Puffer lässt, dass wenn man das Buch zuklappt, es nicht so auf Spannung ist. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und damit ist der personalisierte Kalender schon fertig. Ich finde, ein richtig cooles Geschenk, was wirklich jeder brauchen kann fürs neue Jahr. Und besonders schön, wenn man das Ganze dann auch noch für die Person gestalten kann und die sich dann halt auch drüber freut. Machen wir doch weiter mit diesem coolen DIY-Kalender. Das ist jetzt bei mir eigentlich so ziemlich aus Resten entstanden. Ich habe hier noch so ein Holzbrett übrig gehabt und noch diese Klammern. Und dann habe ich einfach gedacht, hey, das braucht eigentlich auch jeder und ich finde es ganz schön zum Hinstellen im Büro oder auch im Schlafzimmer. Ich habe mir mein Brett ausgemessen und mich dann entschieden, mit dem Cricut Design Space einfach Papier zuzuschneiden und zwar in solche rechteckige Schildchen. Und ich habe dafür ein bisschen dickeren Karton genommen und habe mir das dann hier einfach zuschneiden lassen. Ich habe das hier mit dem Cricut Joy gemacht, das funktioniert auch wunderbar. Und habe dann hier alle meine Schildchen zuschneiden lassen. Das habe ich auch einmal für die Monate gemacht. Das heißt, ich habe auch hier wieder einmal meine Schilder erstmal in Cricut Design Space erstellt und dann anschließend zuschneiden lassen. Was dann natürlich noch fehlt, sind die Zahlen und auch die einzelnen Monate ausgeschrieben. Da habe ich mich auch für eine schöne Schriftart im Cricut Design Space entschieden und das Ganze dann auf schwarzer Smart Vinylfolie zuschneiden lassen. Das geht auch in Cricut Joy ganz ohne Schneidematte, was ich auch sehr praktisch finde.
Ich habe jetzt die Buchstaben und auch die Wörter einfach entgittert und anschließend das Transfertape drüber gegeben, mit der Rakel schön festgedrückt und anschließend unterteilt in einzelne Bereiche, also jeden Monat für sich und jede Zahl für sich. Dann ziehe ich die einzelnen Buchstaben und auch die Monate von der Trägerfolie ab und jetzt klebt alles an Transfertape und jetzt kann man das einfach auf die Karten übertragen, mit der Rakel schön festdrücken und anschließend das Transfertape vorsichtig abziehen und somit hat man jetzt alle Monate und auch alle Tage übertragen. Dann kommt die Heißklebe zum Einsatz, denn ich klebe jetzt die Klammern hier einfach auf dem Brett auf, eine Klammer oben für die Monate und zwei weitere Klammern etwas unten drunter. Kann man jetzt hier die Kärtchen anhängen. Ja, der läuft doch nicht ab. Der hat jetzt, ist jetzt nicht für 22, sondern den kann man eigentlich jedes Jahr wieder benutzen. Und das finde ich ist auch eine richtig coole Sache. Das waren meine 4 Geschenkideen zu Weihnachten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und ihr seid bestimmt ganz gespannt, was ich heute an euch verlosen darf. Und zwar könnt ihr heute einen Cricut Maker hier gewinnen. Ich bin ja total begeistert von dem Gerät, das kann so super viel und ihr müsst dafür einfach hier den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und einen Kommentar da lassen, warum gerade ihr den Cricut Maker gewinnen möchtet. Gerne dürft ihr das Video auch teilen, vielleicht an euren Mann, an euren Partner oder an die beste Freundin, um eure Gewinnchancen zu erhöhen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!